Hallo, ich begrüße euch herzlich zu diesem Video. Heute soll es um Anpassungen der Vögel an das Fliegen gehen, Anpassungen des Vogelkörpers an das Fliegen. Wir wissen, dass Vögel im Gleitflug, Segelflug oder Ruderflug unterwegs sein können. Wir schauen uns das an ein paar Bildern an und werden die Erkenntnisse hinterher so zusammenfassen, dass ihr sie ins Heft übernehmen könnt. Nun schauen wir zunächst einmal diese Silbermöwe an. Silbermöwen haben, wenn sie erwachsen sind, einen gelben Schnabel und einen roten Fleck daran. Das ist ein noch junges Tier, bei dem das noch nicht zu sehen ist. Trotzdem fliegt es schon ganz wunderbar. So wie es hier in der Luft steht, könnte es im Segel- oder Gleitflug unterwegs sein. Gleitflug bekanntlich der einfachste Flugtyp. Das heißt, der Vogel schafft sich trotz seiner Schwerkraft möglichst große Auftriebskraft durch eine möglichst große Tragfläche. Das ermöglicht ihm den Gleitflug und diese Tragfläche wird bekanntlich gebildet durch Schwanzfedern und Schwungfedern, die möglichst viel Fläche bei möglichst viel Gewicht bringen. Im Idealfall kann er sogar segeln. Das setzt natürlich voraus, dass entsprechende Aufwinde vorhanden sind. Das haben wir an anderer Stelle ja schon besprochen. In beiden Fällen brauchen wir Schwung und Schwanzfedern. Wenn wir den Vogel nun von hinten oder vorne betrachten, sehen wir, dass er in dieser Richtung dem Wind nur ganz, ganz wenig Widerstand entgegensetzt. Das ist auch sinnvoll. Die entsprechende Körperform ist die Stromlinienform, die wir natürlich auch bei Fischen finden oder bei Flugzeugen, bei technischen Anwendungen, immer dann, wenn man dem Wind oder dem Wasser möglichst wenig Widerstand entgegensetzen will. Ich habe das mal versucht hier einzuzeichnen, da kann man sehen, dass der Wind an dieser Körperform vorne spitz, hinten spitz zulaufend ganz glatt entlang streichen kann und nur wenig Widerstand findet. Außerdem sehen wir, dass die Körperoberfläche relativ glatt ist. Das wird ermöglicht durch eine Schicht von Deckfedern, die den gesamten Vogelkörper bedecken und die eine glatte Oberfläche schaffen. Hier haben wir jetzt eine Lachmöwe im Ruderflug. Man sieht, die Flügel sind unten. Der Vogel bewegt seine Flügel ständig auf und ab, erzeugt sich damit künstlichen Auftrieb. Um das zu ermöglichen, braucht er eine ganz kräftige Flugmuskulatur. Denn es erfordert ziemlich viel Kraft, die Flügel so kräftig nach unten zu bewegen, dass man den eigenen Körper der Luft gegenüber nach oben drücken kann. Die kräftige Flugmuskulatur von Vögeln ist jedem bekannt, der schon mal das Hähnchenbrustfleisch gegessen oder gesehen hat. Das ist nämlich dieser kräftige Muskel, der dabei bewegt wird. Wo der sitzt, kann man sich am Hähnchen betrachten oder wenn man diesen Vogel hier von vorne schematisch betrachtet. Die Flügel müssen nach unten bewegt werden und schwarz eingezeichnet, schematisch ist hier der Brustkorb und links und rechts jeweils die Knochen der Arm schwingen. Jetzt brauchen wir also einen Muskel, der die Oberarme nach unten bewegt. Dieser Muskel ist natürlich unten am Brustkorb befestigt. Und weil der aber so groß ist, ist es notwendig, am Brustkorb noch eine weitere Befestigung vorzusehen. Das ist der sogenannte Brustbeinkamm. Da kann man auch wieder auf das Brathähnchen zurückgreifen und schauen, da sitzt tatsächlich eine knöchern knorpelige Platte unterhalb des Brustkorbs. Kann man in der Regel beim Brathahn gut sehen. Sollte man darauf achten beim nächsten Essen. Und da dran befestigt ist das berühmte Hähnchenbrustfleisch, dieser riesengroße Flugmuskel eines Hähnchens. Das sieht bei anderen Vögeln ganz genauso aus. Jetzt könnte man ein abgenagtes Skelett zeigen. Ich beschränke mich hier doch lieber auf eine Schemazeichnung, an der sieht man das ganz gut. Hier sitzt der Brustbeinkamm unterhalb der Rippen. Wenn wir den Rest des Skeletts anschauen, finden wir noch eine ganze Reihe von anderen interessanten Dingen. Parallelen zu unserem Skelett, aber auch Unterschiede.
Haltet das Video an dieser Stelle doch bitte einmal an. Überlegt euch ganz in Ruhe, was findet ihr an Unterschieden zum menschlichen Skelett und wo sagt ihr, das ist eigentlich ganz genauso grundsätzlich aufgebaut. Und wenn ihr jetzt wieder eingeschaltet habt, dann seid ihr sicher drauf gekommen, dass grundsätzlich der Vogel natürlich ein Wirbeltier ist. Er hat eine Wirbelsäule, einen Schädel, Brustkorb, Arme und Beine. Und wenn wir jetzt aber die besonderen Skelettmerkmale eines Vogels anschauen, sehen wir doch noch kleine Differenzen. Sehen wir das Armskelett an. Das fängt an wie bei uns mit einem Oberarmknochen, zwei Unterarmknochen, Helle und Speiche, und dann kommt das Handskelett. Da finden wir bei uns und bei den meisten anderen Wirbeltieren eine Vielzahl von Knochen, die dann auch die Finger bewegen. Das ist hier nicht der Fall. Der Vogel braucht überhaupt keine Finger zu bewegen, weil er ohnehin in der Hand nur die Flügel befestigt hat. Deswegen sind viele Knochen zurückgebildet. Man spricht von einem reduzierten Skelett der Hand. Übrigens auch ein reduziertes Skelett der Füße. Da befinden sich nur 4 Zehen, bei manchen Vögeln sogar noch weniger, weil es einfach Gewicht spart. Es ist unnötig. Zum Festhalten und zum Laufen und für die meisten Tätigkeiten der Vögel reichen 4 Zehen voll und ganz aus und deswegen wird die 5. eingespart. Gewichtsersparnis ist etwas ganz Wichtiges, wenn man fliegen möchte, denn jedes Gramm mehr zieht natürlich über die Schwerkraft zu Boden. Verwendung eines leichten Materials ist natürlich das A und O dabei. So wie man beim Flugzeugbau möglichst leichte Metalle verwendet, Lithium, Aluminium, Magnesium, finden wir beim Vogel hohle Knochen und Horn. Das Baumaterial Horn, aus dem der Schnabel gebaut ist und die Federn. Und die Knochen müssen natürlich aus Knochen sein, brauchen ja eine gewisse Stabilität. Die sind dann wenigstens hohl, sodass sie im Inneren möglichst leicht gebaut sind. Der Schnabel ersetzt das, was bei uns ein schweres Gebiss ist. Zähne und Kiefer sind ziemlich schwer. Das spart sich der Vogel mit dem leichten Hornschnabel. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass der Brustkorb aus eigenartig geformten Rippen besteht. Die Rippen sind teilweise verzweigt und sogar noch getrennt in 2 Teile jeweils, die durch Gelenke miteinander verbunden sind. Auch das sieht man übrigens beim Hähnchenessen sehr gut. Bitte darauf achten beim nächsten Mal. Der Grund dafür ist, der Brustkorb lässt sich so viel besser noch bewegen und die Lunge wesentlich besser belüften. Was man am Skelett natürlich nicht sieht, Lunge und Herz haben ganz besondere Bauweisen, die das Herz- und Kreislaufsystem extrem leistungsfähig machen. Das ist wichtig, weil der Vogel sehr viel Energie verwendet zum Fliegen und damit natürlich auch sehr viel Sauerstoff verbraucht und möglichst schnell Sauerstoff in seine Muskulatur pumpen muss. Überdies sehen wir, dass die Schwanzwirbelsäule zurückgebildet ist. Ist ja auch nicht notwendig, zum Fliegen genügen hinten ein paar Federn. Fassen wir das Ganze nun zusammen. Anpassungen an das Fliegen. Was sollten wir festhalten? Was gehört ins Heft? Nochmals haltet bitte das Video an dieser Stelle an, nehmt euch ein Blatt Papier und einen Stift und versucht erstmal selber zusammenzutragen, was ist euch in Erinnerung geblieben? Welche besonderen Anpassungen an das Fliegen finden wir am Vogelkörper? Und wenn ihr fertig seid, habt ihr vermutlich auf eurem Blatt ganz oben ganz groß das Wort Gewichtsersparnis stehen. Denn das ist das A und O, damit man sich in die Lüfte erheben kann. Dazu gehören die hohlen Knochen, die Zurückbildung von unnötigen Knochen. Wir denken da an Hand- und Fußskelett, an Schwanzwirbelsäule und Zähne und manches andere mehr. Dann gehört das leichte Material Horn dazu,
aus dem Federn und Schnabel gemacht sind. Zweiter wichtiger Punkt: Herz und Lunge müssen ganz besonders leistungsfähig sein. Das könnt ihr natürlich auch ausführlicher aufschreiben, aber als kleine Stichpunkte: leistungsfähig und außerdem eine verbesserte Belüftung der Lunge durch einen beweglichen Brustkorb. Da denken wir an die Gelenke zwischen den Teilen der Rippen. Und schließlich die kräftige Flugmuskulatur, die man am Skelett nicht sieht, aber was man sieht, ist der Brustbeinkamm, an dem diese Flugmuskulatur befestigt ist. Stichwort Hähnchenbrustfleisch. Damit sich jeder erinnert, wie das genau aussieht, eine kleine Skizze dazu, die übernehmt ihr bitte auch. Querschnitt durch den Vogel mit in Schwarz einem Stück Skelett. Und ich habe es hier grün eingezeichnet, der Brustbeinkamm, an dem die Muskeln befestigt werden. Damit lassen sich jetzt die Flügel ganz kräftig nach unten bewegen. Natürlich hebt der Vogel die Flügel auch, aber das sind vergleichsweise kleine Muskeln am Rücken. Die spielen jetzt hier nicht so die starke Rolle. Ergänzend dazu, lest euch bitte im Buch die entsprechenden Anpassungen an das Fliegen durch. Das lässt sich leicht finden. Da stehen viele interessante Dinge drin und auch noch mit hübschen Bildchen. Ansonsten haben wir jetzt die erste Einheit zum Thema Anpassungen an das Fliegen hinter uns.